Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch ja versprochen, es gibt wieder mehr Aquascape-Content auf meinem Kanal. Da hinten ist wieder Nano, was ich eingerichtet habe. Wie ich das eingerichtet habe, das seht ihr jetzt hier im Video. Und darüber hinaus habt ihr euch ja gewünscht, dass wir auch Langzeitprojekte machen. Das heißt, Aquarien lange Zeit begleiten. Ich habe mir überlegt, wir starten jetzt mit dem Nano hier hinten. Machen heute die Einrichtung und Bepflanzung. Und dann geht es weiter mit der Einlaufphase, tägliche, wöchentliche, monatliche Pflege, Düngung etc., Technik, alles mögliche. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche speziellen Themen habt, was ihr behandelt haben wollt bei einem Aquascape, schreibt es gerne in die Kommentare, können wir drauf eingehen. Ja, und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und jetzt viel Spaß beim Video. Jo, also als Hardscape habe ich Mini-Landschaft genommen. Bei Mini-Landschaft solltet ihr beachten, die härtet das Wasser ein bisschen auf, deswegen dann nach dem Besatz schauen. Ja, das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal ein Grundgerüst gebaut, das heißt hinten ein bisschen Lavagranulat aufgeschüttet, dass wir auf Höhe kommen und dann schon mal so ein bisschen gepuzzelt, nenne ich es immer. Ich habe erstmal die Form gebaut, weil das ganze Layout soll ein Höhlenlayout werden. Kennt ihr schon von mir, baue ich gerne sowas. Und ja, da brauchen wir halt erstmal das Grundgerüst, also die Stützpfeiler sozusagen. Das ist immer, ich sage immer wie Puzzeln ohne Anleitung, also ohne passende Teile. Ja. So nach und nach kommt man dann hinten ein bisschen auf Höhe. Also dass man dann mit einem länglichen Stein sozusagen den Bogen setzen kann. Damit hat man dann eigentlich das Grundgerüst von dem Tunnel oder von der Höhle schon relativ fertig vorgebaut. Danach wird hinten noch ein bisschen aufgefüllt mit Lavagranulat, dass nichts mehr nachrutscht. So ein bisschen was gegen Abrutschen gesichert. Das mache ich jetzt hier auch gleich. Seiten auf jeden Fall noch hochgebaut. Ja, wie gesagt, immer darauf achten, dass die Strukturen einigermaßen passen von den Steinen, dass es ein sauberes Bild gibt von den Steinmusterungen oder Maserungen. Da habe ich jetzt hinten ein Stückchen von einem Stein reingesteckt, dass das Lavagranulat nicht weiter nachrutscht in die Höhle rein, dass man das dann später nicht mehr sieht. Ja, und dann, wie gesagt, geht das Puzzeln und das Steinelegen munter weiter, bis das ganze Layout eigentlich dann ein schönes, stimmiges Bild erstmal gibt. Ja, das ist jetzt immer noch nur das Grundgerüst von dem Layout. Und ja, wie gesagt, darauf achten, dass die Steine von der Maserung her zusammenpassen. Das ist das Wichtigste. Ja, so sieht das Ganze jetzt fertig gelegt, ich sage bewusst gelegt, aus. Das Ganze ist jetzt natürlich alles noch sehr, sehr instabil, weil wir noch nichts irgendwie fixiert haben, sondern einfach nur aneinander gepuzzelt. Aber das Grundgerüst von unserem Layout, das steht jetzt hiermit schon mal. Und wir können jetzt anfangen, das Ganze zu verkleben. Dafür nehme ich unseren Natureholic Hardscape Kleber, die Hardscape Watte. Und das Prinzip kennt ihr ja, also den Hardscape Kleber drauf. In dem Fall Steinpulver zum Fixieren und zum Kaschieren mit drauf. Und innerhalb von ein paar Sekunden ist das Ganze fest. Also nochmal erklärt, Watte zwischen die Steine, Kleber drauf, Pulver drauf und man hat einen so gut wie unsichtbaren Klebepunkt gesetzt, der auch Pumpen festhält. So, das Ganze machen wir jetzt beim ganzen Layout. Grundaufbau verklebt ist, geht es dann weiter mit dem Modellieren oder mit dem Weiterführen der Höhle, weil wir haben jetzt einfach nur hinten einen schmalen Stein, der hinten drüber geht. Wir brauchen natürlich viel mehr Auflagefläche und ein bisschen mehr Dreidimensionalität, um ein bisschen mehr Tiefenmöglichkeiten zu generieren. Ja, deswegen
baue ich jetzt sozusagen nochmal so eine Plattform oben. Klebe die natürlich auch direkt fest, weil jetzt haben wir die Basis und darauf können wir jetzt halt locker weiter aufbauen. Da sieht man auch das Prinzip, dass man halt immer darauf achten sollte, dass die Steine super zusammenpassen. Da sieht man es, wenn ich die jetzt zusammenklebe, sieht es aus, als wäre es aus einem Stück gemacht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen Puzzlearbeit. Vorderen Teil haben wir jetzt. Jetzt müssen wir nach hinten natürlich noch ein bisschen hochbauen, um dann noch ein bisschen mehr Tiefenwirkung zu erzeugen. Dafür habe ich jetzt hier die hintere rechte Ecke sozusagen nochmal auf Höhe gemacht. Das Ganze nochmal schön verklebt, sodass wir halt ja, eine schöne Tiefenwirkung hinbekommen in dem ganzen Layout. Jetzt kommt eigentlich schon noch so das, ich nenne es immer Feintuning, so ein paar kleine Akzente setzen, ein paar Details mit einarbeiten, zum Beispiel diesen kleinen Stein, der hinten spitz rausläuft, das was noch ein bisschen Tiefenwirkung gibt, weil noch so ein bisschen was an, ich nenne es mal Verschalung, dass das Ganze ein bisschen dynamischer aussieht, ein bisschen natürlicher auch aussieht. Also ein paar kleine Feinheiten auf jeden Fall noch. Das muss man auch natürlich wieder puzzeln, wie auch schon beim ganzen Rest des Layouts eigentlich. Hier noch so ein bisschen was an Verkleidung, dass die Höhle halt ja, schön sauber aussieht im vorderen Bereich. Da sieht man jetzt alles nochmal schön. Diesen Bogen, der sieht aus wie aus einem Stück. Ja, alles was nicht im Flow liegt, sage ich jetzt mal, an Stein, kann man ja dann mit Pflanzen oder anderen Sachen dann schön kaschieren am Ende. Aber dazu kommen wir dann später noch. Jetzt geht es gleich erstmal weiter mit noch mehr Details. Und zwar mit diesen Dingern hier. Das sind Wüstenbusch, nennt sich das. Und ja, die eignen sich super geil als Wurzelausläufer-Imitation oder Wurzeln, gerade bei so Nanobecken. Ihr seht ja, die Form ist echt super. So sieht ein Stück davon aus, wenn es abgeschnitten ist. Und das Ganze sollte dann ungefähr so im Aquarium dann aussehen. Man muss halt immer schauen, dass das Ganze sich an die Steine noch anschmiegt. Das heißt, ja, dass das Ganze halt aussieht, als würde das da von Natur aus runtergewachsen sein. Bei den Wurzeln ist super, die kann man schön biegen. Und da sieht man, so soll es am Schluss aussehen. Ja, jetzt wird das Ganze erstmal auseinandergeschnitten. Wie gesagt, das geht sogar mit einer ganz normalen Schere. Ist halt wie gesagt ein super Material, weil es halt sehr, sehr weich ist und sich auch ein bisschen biegen lässt, schneiden lässt. Also ich bin begeistert davon. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Details einarbeiten. Wie gesagt, immer darauf achten, dass es halt aussieht, als würde es natürlich so gewachsen sein. Da ist jetzt auch ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, aber lasst euch da am besten in der Natur inspirieren. Geht mal raus, schaut mal, wie so Wurzeln von so Bäumen zum Beispiel in der Natur wachsen und versucht das halt im Aquarium nachzubauen. Wie gesagt, bei den Wurzelästen ist es halt super, weil die sich halt auch biegen lassen. Die kann man auch so ein bisschen modellieren, die so formen, wie man sie haben will, sodass das Ganze halt ein schönes Bild gibt. Was auch wichtig ist, dass ihr die Wurzeln festklebt. Die würden nämlich sonst auftreiben, wenn ihr Wasser reinmacht. Deswegen wirklich darauf achten, dass ihr jede einzelne Wurzel auch mit den Steinen dann verklebt, wenn sie nicht so festgeklemmt werden können, dass sie nicht aufschwimmen können. Und ja,
Das ist auf jeden Fall noch was, was ich euch ans Herz legen möchte. Es gibt nämlich nichts Ärgerlicheres, als wenn man fertig ist mit dem Layout, Wasser reinmacht und dann die Wurzeln hochkommen. Mehr Tiefenwirkung zu erzeugen, habe ich in den hinteren Bereich hinter die Höhle ganz dünne, feine Ästchen reingemacht, sodass es halt aussieht, als würde es hinter der Höhle weitergehen. Und noch so ein kleiner Tipp, um noch mehr Tiefenwirkung zu erzeugen, die Wurzeln halt in die Höhle reinlaufen lassen, von vorne nach hinten. Das gibt dem Ganzen halt nochmal ein bisschen natürlicheren Look. Als letzten Step habe ich dann die Bäume gepflanzt. Da habe ich auch die abgeschnittenen Stücke einfach genommen von diesen Wüstenbüschen und habe die halt nicht gerade angeordnet, sondern einen schräg nach vorne und einen schräg nach hinten, den etwas größeren nach vorne, den etwas kleineren nach hinten, wie man da sieht, und habe halt die abgeschnittenen Wurzelstücke von diesem Baum an die angeklebten Wurzelstücke sozusagen angepasst, dass das Ganze halt aussieht, als würden diese Bäume ja, da wirklich natürlich wachsen. Dann noch ein bisschen was Kleines für den Hintergrund, auch für die Tiefenwirkung, so ein bisschen Feintuning. Sieht jetzt aus, als würde nochmal ein Baum ganz hinten in dem Layout stehen. Ja, und so sieht das Ganze fertig aus. Jetzt kommt noch der Deko-Sand rein. Ich habe mich dafür natürlichen Sand entschieden. Finde ich passt super zu der Mini-Landschaft. Ja, ganz dünn vorne aufgetragen. Nicht so hoch, wisst ihr, wegen Vermeidung von Vollgasen. Sand immer schön niedrig halten. Und dann habe ich noch so ein bisschen kleine Bruchstücke von der Mini-Landschaft mit eingebracht. Für so ein paar Details halt noch im Vordergrund. Dass das Ganze halt noch ein bisschen schöner aufs Bild gibt. Jetzt kommt hinten noch Säul rein, damit wir halt eine Grundlage für die Pflanzen haben. Dann kommen die Pflanzen. Für den Hintergrund habe ich die Prosaia pinaca palustris cuba, oh Gott, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, eingepflanzt für den Hintergrund, weil die halt schöne, feine, gezackte Blätter bekommt. Gerade für den Hintergrund super. Wie gesagt, im Hintergrund sollten immer feinere Blätter sein. Die habe ich links und rechts in die Ecken gemacht. Hier sieht man es nochmal ganz schön. Das ist unsere Hintergrundbepflanzung für das ganze Layout. An die Seite, an die Rechte, habe ich noch so ein bisschen Dipilis diantra gesetzt. Die hat ein bisschen größere Blätter, ein bisschen dickere Blätter. Und auch vor die Palustris in den hinteren rechten Bereich habe ich die auch nochmal gesetzt, sodass es halt ein etwas ja, tiefenwirkungsmäßigeres Bild gibt. Ja, der Rest der Bepflanzung besteht dann aus Christmas Moos. Ich habe mich bewusst für Christmas Moos entschieden, weil dieses Moos halt am Untergrund fest wächst. Weeping Moos im Gegensatz wächst nicht fest, das müsste immer wieder aufgeklebt werden. Das Christmas Moos habe ich auch verklebt auf den Stein, sodass es halt da bleibt, wo es hin soll. Habe damit so ein bisschen die Wurzeln noch kaschiert und ja, einen Übergang geschaffen von den Steinen zum Hintergrund auch, von dieser Höhle. Habe dann auch die Stellen, was ich am Anfang schon gesagt habe, von den Steinen, die nicht mehr so im Flow waren, ein bisschen kaschiert, wie man da jetzt sieht, sodass das Ganze halt wirklich ein natürliches Bild gibt. Vorne in die Ecken noch ein bisschen was. In den Hintergrund habe ich dann Flammenmoos gemacht, auch geklebt. Das ist halt Moos, was nach oben wächst. Und dann noch ein bisschen Christmas-Moos an die Bäume sozusagen als Baumkrone nochmal dran gesetzt.
Ja, und so sieht das Aquarium jetzt nach einem Tag aus. Wie gesagt, hat schon nicht viel getan. Im nächsten Video zeige ich euch dann, was ich bei der Einlaufphase so beachte, was ihr beachten solltet und so weiter und so fort. Als erstmal das fertige Aquarium. So Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.